Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft. So. heute werden wir mal bisschen das Haus ausbauen, mal ein bisschen weiter planen. Ich möchte gerne das Haus hier ein bisschen weiter nach hinten tun. Hier einen Gang, da wo auch die Treppe dann rauskommt. Hier eine Türe. Und sollen wir hier runter? Wir könnten das hier runter machen. Da müssen wir nicht so viel aufschichten. Mal schauen. Also, hier mal die Bäume wegmachen. Die brauchen wir jetzt gerade nicht. Und dann vielleicht von weiter weg mal kurz anschauen, wie das dann aussieht, wenn das Haus ein bisschen nach unten geht hier. Naja, ich bin jetzt nicht so begeistert. Mal schauen. Also, hier alles weg. Wir haben Level 30, wir könnten jetzt etwas verzaubern da noch. Und sonst mal in der Farmwelt einen Spawner suchen und dann eine Monsterfalle draus machen. Und wenn ihr hier auf dem Server seid, dann könnt ihr da gerne die Monsterfalle auch dann manchmal benutzen. Und ja, vielleicht habt ihr ja Tipps, wie ich die Monsterfalle dann ein bisschen besser machen kann. Mal schauen. So. Da vorne noch die paar Bäume weg. Sodele. Da ist ein Baum zu gewachsen, also zu niedrig, damit wir nicht runter können. Aber das haben wir ja. Das ist ja kein Problem für uns. So, Odele. Also gehen wir mal kurz ein bisschen weiter weg. Nehmen hier noch die Setzlinge mit. Da hat es zum Beispiel ein Setzling. Ja, da drüben können wir hingehen. Zuerst gehen wir aber hier kurz runter. Oh. Kühe, wollt ihr noch ein bisschen Futter haben? Ich habe hier ganz viel Futter für die Kühe. Ja. So, vielleicht bleibe ich dann mal einige Zeit lang hier, damit die Kühe einfach ein bisschen erwachsen werden überhaupt. Sonst haben wir nur noch kleine Kühe. Oh Gott. Weil wir ja nie oft hier in der Nähe sind. Gut, das haben wir. Mit dem Holz, das wir gesammelt haben, können wir dann noch ein paar Zäune machen. Wir haben ja die Schafe noch getötet. Das waren 7 Stück, glaube ich. Die ich dann noch hinzu despawne. Die habe ich ja nur weggenommen gemacht, damit wir sie auch gut so gut trennen können, sonst könnten wir niemals trennen von den Kühen. Das ist so schlecht gemacht. Die Schafe hätten lieber irgendwas anderes gerne gehabt, Futter. Also, ich sehe jetzt gerade nicht drüber. Oh. So. Ja. Wir könnten doch das schon machen, aber es müsste dann hier irgendwo noch zu sehen sein, dass der Berg ein bisschen tiefer wird. Aber wie, weiß ich jetzt gerade nicht. Da brauche ich auch vielleicht noch eure Hilfe ein bisschen. Was könnten wir hier gebrauchen? Hier nichts. Eigentlich der Baum fällen. Ich weiß nicht, der geht so lange zum Fällen. Ein bisschen zu langweilig gerade. Vor allem für mich. So. Hä? Da drüben ist ein... Das dachte ich schon. Hier können wir nach oben. So. Nun gut. Dann könnten wir die mal hier... Ah, nicht so.
zwar so, so und so. Und dann möchte ich gerne noch zwei Dinge machen. So, gut, das haben wir. Jetzt gehen wir mal zum Zaubertisch und verzaubern eigentlich eine Spitzhacke, aber das Schwert, hä? Ich will brauchen unbedingt ein besseres Schwert. Ja, toll. Komm du raus. So. Schärfe 3. Schärfe 3. Verschmelzen. Oder wollen wir den nicht verschmelzen? Wir werden es nicht verschmelzen, wir werden das Schärfe-Schwert mitnehmen. Das Schärfe-Schwert mitnehmen, das weglegen. So. Und jetzt haben wir noch die 3 Hunde. Ja, ich denke schon. Ja. Gut. Wo tun wir die Schafe hin? Es gibt so wenig Platz, alles ist so bewaldet. Und allzu weit weg will ich sie auch nicht haben. Hier drauf. Komm, wir machen sie hier drauf. So. Hier schön am Ding entlang. So, also, wie mache ich jetzt das? So, so, dann hier drüber. Wir brauchen jetzt nicht so ein großes Feld. So, haben wir Erde. Gut, so, dann hier nach oben und hier. Dann könnten wir da noch ein bisschen weiter nach hinten gehen. So. Dann machen wir hier ein Zauntor hin. Und hier drüben jetzt haben wir immer noch mehrere übrig. Ja, die werden wir dann noch weiß jetzt nicht genau. Vor allem werde ich jetzt hier die Schafe wieder hinsetzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und sie auch wieder rot färben und rosa. Ja, nein, rosa werde ich sie jetzt nicht färben. Ich werde jetzt alle rot färben. Das braune haben wir ja nicht, das will ich auch nicht hier. Nein, nicht spawnen. Ach komm. Was ist denn los mit jetzt? Das noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Oh, die können oben abhauen. Das mache ich kurz mit dem Game Mode zu. So. Also. Sonst können sie nirgends abhauen. Gut. Slash Game Mode. Ah. Nicht vergessen, die Sachen wegnehmen. Gut. So, ihr Schafis. Viel Spaß beim Weiterleben. Gehen alle da hoch. Naja, das gestatte ich ihnen noch. Oder nein, nur dann sterben sie.
Geh du mal runter. Ist ein bisschen schlecht geplant hier. So, ja, so. Jetzt ist gut. So, genau. Also, was machen wir jetzt? Wir gehen mal kurz die Sachen ablegen. Der Mond ist gleich hier. Der Halbmond. I don't know, Volume. Nein, no Volume. Ich brauche jetzt gerade nichts. Wohin? Ja, hier. Ablegen. Das auch. Hätte wohl gern, dass ich Diablo 3 spiele oder so. Jetzt. Nein, keine Zeit. Nehme auf und schaue nachher Fußball. So. Ja, sorry, du gehst immer so früh schlafen wieder. Da kann ich leider manchmal nicht. Hab keine Zeit gerade. Ja. Wir gehen jetzt in die Homewelt. Über das Portal. Ich weiß jetzt nicht, ob es neu gemacht wurde oder ob noch das alte ist. Dann schauen wir mal. Nein, es ist immer noch das alte. Ach, Floster, mach mal ein bisschen etwas. Du machst überhaupt nichts mehr. Oh, muss ich noch owner werden, damit irgendwas geht auf dem Server? Nun gut. Home. Farm 3. Farm 4. Nein, Farm 3. Ob das ist das so im Schnee? Slash Home Farm. Ja, das ist es. Gut. Naja, aber in welche Richtung müssen wir jetzt? Hä, da waren wir doch schon. Ah ja, da sind wir das letzte Mal sind wir einfach so gegangen, genau. Wir gehen jetzt mal hier nach Süden. Da wir gerade Ding brauchen, viele rote Blumen, sammle ich hier mal noch ein paar rote Blumen hin, weil wir wollen ja Lehm verwenden und das müssen wir zuerst färben in Rot und in andere Farben, aber andere Farben habt's gerade hier nicht. Ja. So. Okay, das Blumenbiom ist schon fast fertig. Da drüben hat es noch. Ah. Rosen. So, und hier um den Baum hat es noch. Gut. Ja, hier scheint es nicht so viel zu sein. Ich werde mal wieder ein bisschen im Boot fahren. Weil ich es kann. Und wir es auch können. Ein bisschen spannender halten. Weil dann findet man auch schneller Biome. Weil sonst die ganze Zeit zu reisen, braucht man nur extrem viel Nahrung. Aber findet nicht dann ständig ein Biom. So mit dem Boot geht das schon viel leichter. So, also Lehm haben wir auch, glaube ich, viel gesammelt. Mehr müssen wir jetzt gerade noch nicht sammeln. Wir werden da mal schauen. Ich möchte keinen weißen Lehm machen, der sieht dann rosa aus. Ich möchte irgendwie so einen türkisen Lehm oder so noch machen. Ja. Das wissen wir. Mal schauen, was wir jetzt schreiben.
Nein, übrigens haben wir die Homes weggemacht, weil er, weil nicht er, sondern alle nur noch teleportiert haben sich, weil alle immer nur teleportiert sind und wegen dem PvP. So, damit es auch weiß. Komisch, dass er es noch nicht weiß. Das dachte ich eben, er weiß es, aber er ist auch nicht so einer, der jeden Tag unten kommt. Und ja, deshalb haben wir es wahrscheinlich ihm noch nicht sagen können. So, hier haben wir ein Mega-Tiger-Biom. Da können wir mit der Schaufel gerade ein bisschen Pozoll abbauen. Ich schaue mal gerade einen guten Platz. Das hat hier nirgends Pozoll. Ja, werde ich dann machen. Aber jetzt bin ich noch mitten in der Aufnahme, die ist erst Mitte. So, und zwar möchte ich hier eben das Pozoll hier um. Oh, ist es die Lava so leise? Okay, ist das der Server, der leckt? Nein, schon. Ich möchte gerade die Lautstärke wieder ein bisschen nach oben. So, dann hört man auch ein bisschen etwas. Weil irgendwie brauche ich das manchmal, muss ich den Sound wieder runterdrehen. Manchmal muss ich ihn wieder aufdrehen. Je nachdem, was ich gerade mache. So. Wie viel nehmen wir denn mit? Ich möchte gerne ein paar Wege mit der Dame machen. Deshalb brauchen wir schon ein bisschen mehr. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es geht, bis wir wieder einen dieser Biome finden. Das ist einer der seltensten Biome. Und deshalb nehmen wir schon ungefähr 2,5 Stack, 3 Stacks mit. So. 39, 2 haben wir gesagt. Machen, nehmen 2 mit. Sieht einfach genial aus, also. Floss, da ist der Admin. Und der Xenon, oder wie der heißt. So, ja, das nehmen wir mit, gut. Wir haben das Boot dort vorne. Nein, das ist ein Tintenfisch. Wir haben es zerstört, gell? Ja. Weil in Hirnbiom gibt es rein gar nichts. Keine Tempel. Keine guten Höhlen. Ja, jetzt müssen wir weiterreisen. Holtz, ah, Holz. Oh, hier ist Savanne, also kommen wir langsam wieder in die warmen Biome. Naja, gut. Das ist gut für ein Mesa-Biom. Wieso heißt das eigentlich Mesa? Es ist doch keine Mesa. Also, Mesa ist eigentlich eine Wüste. Okay, dort hat es Orangensand, stimmt, aber dort hat es keine Rocky Mountains. Also keine farbigen Gebirge. Vielleicht ist es auch nur so ja, also ein bisschen gemischt. Es muss ja nicht immer realistisch sein. Weil ich finde gut, dass Minecraft auch ein bisschen unrealistisch ist. Aber viele Leute, zum Beispiel Minecraft Deform, die wollen unbedingt, dass alles realistisch ist und dass wir auch andere Zeitzonen hatten und so. Aber ich glaube, das war nicht niemals im Sinne von Mojang. Da muss dann ein anderes Game her, wenn man so etwas will. Okay, hier haben wir wieder einen Wald und eine Wiese scheinbar.
Nun gut. Weiterkommen. Da scheint nichts drauf zu sein. Sind wir schon wieder in einem so einem gigantischen Ozean? Es gibt nämlich immer so Verbindungsozeane, wo ein paar einzelne Inseln sind, aber sonst nichts. Und die muss man durchqueren und scheinbar ist das immer noch dieser Ozean, der war ja irgendwie hier hinten rechts im Nordosten. Und ja. Wenn man auf die Homepage geht, gibt es eine dünne Map, die ist aber momentan. Die ist momentan recht verbuggt. Komm, umdrehen. Wieso drehst du nicht um? Irgendwie ist das alles ein bisschen kaputt. Also, die Steuerung vom Boot war mal sehr gut. Dann haben sie es wieder geändert, dann wurde es wieder sehr schlecht. Ich weiß nicht, für was macht Mojang denn ein paar Überarbeitungen, wenn es im Nachhinein so extrem schlecht ist? Keine Werbung. Oh. Wieso, wer macht denn Werbungen? Und wer macht die Werbung? Ah, immer Werbung machen. Es gab mal einen super Bericht bei einer der. Es gab einen guten Bericht bei einem der Homepages da, Netz, glaube ich, oder was es alles gibt. Wo ist das andere, dass ich manchmal auch schaue? Stern, glaube ich, ja, stern.de oder so. Guten Bericht, wo stand, dass die Menschen ohne Werbung nichts mehr erreichen. Und das stimmt eigentlich auch. Also, vor allem eben, sie müssen natürlich immer irgendwie Werbung machen. Wenn sie irgendwas Neues schreiben, posten oder Video machen und so, müssen sie immer zuerst die ganze Zeit Werbung machen oder es vermarkten und so Sachen. Die Menschen können ohne Werbung können sie einfach nicht mehr leben. Und das ist negativ, das ist sehr negativ, vor allem für die, die keine Werbung machen, für die, denen es genug gut geht, auch ohne Werbung durch das Leben zu kommen. Und ja, das macht einen großen Schatten über das. Und ja. Was wäre Apple? Was wäre Blizzard? Was wäre EA Games ohne Werbung? Gar nichts. Die würden heutzutage noch schlecht sein, weil sie es nicht ohne können. Aber was ist jetzt zum Beispiel mit, ja, jetzt zum Beispiel Rome Total War oder Grim Dawn oder sonstiges Ding, wo ohne Werbung die Games machen. Okay, Total War ist jetzt ein bisschen ein negatives Beispiel, weil sie sich ja auch geändert haben. Aber zum Beispiel Grim Dawn habt ihr wahrscheinlich noch nie von diesem Game gehört, weil es keine Werbung gibt. Die kommen auch ohne Werbung ganz weit raus. Also Grim Dawn ist ein sehr beliebtes Action-Rollenspiel geworden. Und das sieht man auch. Und leider war auch mein Let's Play nicht so beliebt, weil es niemand kannte. Die Leute von YouTube schauen es vielleicht mal kurz an und schauen da nicht mehr weiter und das ist sehr schade, aber ja. Ich werde auch ohne Werbung bekannt. Also so ist es nicht. Aber momentan ist es einfach so, dass meine Videos, die niemand interessiert, auch nicht geschaut werden, oder? Und das ist halt nun mal so, ohne Werbung. Und wer hat schon ohne Werbung mehr als 300 Abonnenten? Noch glaube ich fast niemand. Das schafft fast niemand ohne Werbung. Und ich mache wirklich total ohne Werbung nichts, mache ich. Und bekomme jetzt irgendwie mehr Leute. Die Leute werden langsam auf mich als auffällig. Sie finden meine Videos jetzt auch.
Und das finde ich sehr positiv. Also richtig ein Dankeschön für die, die es schon gefunden haben, den Weg zu mir. Und klar, ich werde so schnell vielleicht nicht besser oder bekannter oder so, aber mit eurer Unterstützung werde ich auch bekannter. Ihr könnt Werbung machen. Ich selber mache keine Werbung, weil ich im Allgemeinen Werbung hasse und weil ich es auch ohne machen will. Ich brauche keine, ich muss nicht bekannt werden. Ich will nicht bekannt werden und ich will es einfach. Ich will Let's Playen noch so, ohne dass ich jetzt irgendwie gezwungen werde, besser zu sein oder unbedingt neue Hardware brauche und so. Mein Headset ist zum Beispiel nicht so ganz so gut, vor allem sehr, sehr laut. Und da ist die Videoqualität halt manchmal nicht so gut, weil die Stimme nicht so gut ist, aber hey, eben, es regt sich niemand auf. Solange man keine Werbung macht, hat man auch keine Verpflichtung. Und das finde ich auch toll, dass die Community von mir wirklich nichts auszusetzen hat. Und wenn sie jetzt es auszusetzen haben, dann sagen sie es auch. Also, ich habe jetzt erst vor ein paar Tagen ein Video ein Ding bekommen, dass ich manchmal einfach nicht schnell wieder eine neue Quest bei Champions of Regnum mache. Das ist klar, aber das Spiel bietet halt wenig Abwechslung, da will ich auch mal etwas anderes machen. Und ja, dann habe ich ihnen nett gesagt, einfach, dass ich jetzt nicht jeden Part einfach immer die Quests machen will. Und er hat's ja als gut empfunden und ja, eigentlich ist es geregelt. Wenn ich jetzt super gut ein Let's Player wäre, der die ganze Zeit Werbung mache, dann wäre es ganz anders ausgekommen. Dann wäre es wahrscheinlich auch sogar negativ ausgekommen. Aber das ist wirklich toll, dass ich mit den Leuten auch plaudern kann. Sie sprechen, antworten zurück und es ist alles friedlich. Oh, Birkenwald. Leider nichts zu holen dort. Aber immerhin wieder ein Land. Land in Sicht, meine Damen und Herren. Wir haben Land gefunden. Dann machen wir hier mal einen Waypoint hin. So. Ich finde, wir sollten hier die Farm wieder umbenennen. Also löschen und wieder hier rein tun. Slash Del Home Farm. Slash Home Set Home Farm und am besten ja am besten die drei auch noch mal Set Del Home Farm 3 Slash Set Home Farm 3 gut weil dann ist die gelöscht Farm die Farm 1, also die Farm 0, Farm nur, die wird gelöscht, wenn wir dann in einer neuen Welt natürlich wieder von Anfang an fangen. Und die 3 bleibt dann immer konstant bei diesen Koordinaten. Ja, 33.000 und 3.100 minus, 300, 200 minus sogar fast. Und hier gibt es sicher auch etwas zu holen. Können wir dann mal wieder eine Farm, einen Mining-Schacht machen. Jo, also. Danke schön fürs Schauen dieser Folge. Hat mir echt Spaß gemacht, diese Folge. Und in der nächsten Folge werden wir dann noch ein bisschen weiter hier machen. Also, tschüss!